Meine Gemeinde Digital ist eine Online-Plattform für gläubige Menschen, damit sie auch in diesen Zeiten mit ihrer Gemeinde in Verbindung bleiben können. Die Benutzung ist sehr einfach und intuitiv, damit alle teilhaben, auch die nicht technikaffinen. Als Kirchenmitglied erhält man vom Gemeindeleiter einen Zugangslink. Ein Profil muss nicht extra angelegt werden. In einem Modul Bibelkunde finden sich beispielsweise aktuelle Audio- und Textdateien, die vom Berechtigten tagesaktuell hinzugefügt werden. Durch die Modulstruktur können wir jeder Gemeinde sehr schnell eine individuelle Lösung liefern. Insgesamt sind wir 5 Leute, die sich gegründet haben zu Meine Gemeinde Digital. Wir kommen alle aus Nürnberg und Umgebung. Und dabei ist der Maximilian, der bei uns den Bereich Business Development macht, also die Projektbetreuung und uns sozusagen in allen Bereichen unterstützt. Wir haben den Simon, der sich bei uns um das Thema Strategie kümmert und auch die Ausrichtung, wie wir weiter wachsen wollen und wie wir uns weiter aufstellen möchten. Wir haben den Julian, der bei uns einen Hauptpart übernimmt, der bei uns die Programmierung macht und die Entwicklung unserer Ideen und der Ideen der Kunden. Wir haben den Raphael im Bereich Marketing, Design und Social Media und er kümmert sich hauptsächlich bei uns um die ganzen Instagram, Facebook Beiträge, aber auch um unsere Website. Und ich bin im Bereich Kundenservice. Ich kümmere mich um die Kundenanliegen und helfe gerne bei Problemen weiter. Zusammen sind wir Meine Gemeinde Digital. Gemeinden leben von Vielfalt. In Gemeinden kommen alle möglichen Alters- und Interessensgruppen zusammen. Sie sollen auch ihren Platz in der digitalen Gemeinde finden. Außerdem gibt es Gemeinschaft in allen Religionen. Deswegen ist unser Angebot konfessionsübergreifend. Das Problem von Religionsgemeinschaften, momentan nur schwer Kontakt halten zu können, wurde von einer muslimischen Gemeinde zum Hackathon eingereicht. Und wir 4 haben online zusammengearbeitet und versucht, eine Lösung zu schaffen, die allen Gläubigen in der Krise hilft. Ein Hackathon ist ein ausgeschriebener Ideenwettbewerb, dieser in dem Fall größter weltweit von der Bundesregierung in Deutschland ausgeschrieben, zu verschiedenen Themen, gesundheitlich oder eben wir zum Beispiel im Bereich Social Distancing. Insgesamt hatte der Hackathon 43.000 Teilnehmer, 1.500 Projekte sind dabei entstanden und wir sind eben eins der 20 Gewinnerteams daraus. Es ist nicht der erste Hackathon für uns gewesen, wir haben schon mal bei ein paar anderen mitgemacht und auch teilweise schon Erfolge erzielt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich was Neues gewesen für uns, dass das Ganze digital stattgefunden hat. Wir haben auch in dem Bereich Startups, in der Startup-Welt schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt, hatten teilweise schon Startups oder waren schon selbstständig tätig. Programmiererfahrung haben wir auch schon, wir arbeiten zum Beispiel bei der Telekom oder beim Fraunhofer Institut und auch bei anderen Bereichen wie Design oder Kundenbetreuung haben wir schon berufliche Vorerfahrung. Und in die anderen Themen, da arbeiten wir uns eben gerade ein. Wir haben jetzt mittlerweile 38 Gemeinden, die wir digitalisieren konnten. Wir haben ca. 1250 veröffentlichte Beiträge auf unserer Plattform und wir hatten schon nahezu 4000 Nutzer, was echt krass ist in der kurzen Zeit. Wir haben jetzt in den letzten Wochen zusätzlich auch noch ein Anmeldetool entwickelt. Das heißt, man kann sich jetzt digital für den Gottesdienst anmelden und die Vorsteher der Gemeinden können dann einfach sich eine Excel-Tabelle ausdrucken mit den Geschwistern, die sich angemeldet haben. Das ist jetzt so für uns der nächste Schritt. Wir haben aber danach auch noch viel vor und wir sind schon gespannt, wie es weitergeht. Wir wollten etwas Nachhaltiges schaffen und nicht nur eine Wochenendlösung. Also haben wir in unsere Gemeinde gedacht und überlegt, wo können wir da helfen? Gerade in Zeiten von Corona, aber auch darüber hinaus. Also selbst wenn das ganze Projekt nichts geworden wäre, zumindest für unsere Gemeinde hätten wir eine Lösung gehabt. Schaut da auch in eure Gemeinden. Wo könnt ihr helfen? Vielleicht ist es die digitale Gemeinde, die ihr eurem Vorsteher jetzt empfiehlt. Vielleicht aber auch gibt es andere Probleme, andere Herausforderungen und ihr habt eine tolle Idee dazu. Das war für uns auch die größte Motivation. Wir hatten ein Projekt, an dem wir geglaubt haben. Und wir waren davon überzeugt, es kann was Gutes schaffen. Und das motiviert am meisten.